Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports. Ich begrüße euch hier zurück zu World of Tanks. Heute erneut mal wieder im E50 und zwei Replays, die ich euch gerne zeigen will. Huch, es geht schon los. Ich war mal wieder eines netten Abends mit dem Mr. Murp unterwegs. Das ist ein anderer YouTuber, mit dem ich ab und zu mal World of Tanks fahre. Los geht's! Sein Kanal verlinke ich in der Videobeschreibung. Könnt gerne mal bei ihm reinschauen. Lohnt sich auf alle Fälle. Ja, er war in seiner Ru unterwegs, seiner Ru 251 und hat immer noch diese wunderbare Mission, wo er, glaube ich, 5000 Spotting Damage machen muss. Und ich habe gesagt, ach komm, ich steig mal mein E50. Ich versuche das mal ein bisschen zu unterstützen. Ja, wie ihr seht, fahren wir gleich in zwei komplett unterschiedliche Richtungen. Liegt aber auch einfach daran, dass Erlenberg für Aufklärer nicht unbedingt die schönste Karte ist. Und ich fahre hier auf der Karte nach rechts, um hier zu gucken, dass ich die Seite ein bisschen aufhalten kann. Das Gefecht ist schon ein paar Tage alt. Ich bin also auch etwas blind, sage ich mal. Ich weiß also nicht mehr alles, was so passiert ist. Ich weiß nur, dass die Runden eigentlich recht brauchbar waren und dass man die durchaus mal zeigen kann. Und da haben wir auch schon die ersten Gegner hier. Und Mr. Murp ist, glaube ich, auch gleich auf der anderen Seite weg. Legt sich hier mit einem WZ an und einem 103er. Beziehungsweise muss ich mit denen anlegen. Und da ist er auch leider schon weg. Und ja, das war's dann für die mit den 5000 Spotting-Schadenspunkte in diesem Gefecht für ihn leider. Und ich habe hier auch mit einigen Nervsägen zu tun. Unter anderem dieser AMX 12T. Und der Aufklärungspanther. Und ein Leo ist auch noch da und ein T30. Der T30 ist eigentlich der, der am schlimmsten ist, weil der macht am meisten Aua. Die anderen sind einfach nur nervig, weil sie schnell sind und flink. Und also dementsprechend schwer zu treffen. Ja, Mr. Murp war leider der allererste, der hier gestorben ist. Und jetzt haben wir beiden Scouts schon mal eine verdrückt. Und ihnen hoffentlich gezeigt, dass sie hier nicht so frech einfach mal rüberlunzen können. Und eigentlich sind wir auf der Seite relativ gut vertreten. Allerdings steht es jetzt schon 3 zu 0, was mir natürlich überhaupt nicht gefällt. Und der Tiger 2 ist leider nicht beschießbar. Und da kommt der T30 nochmal. Kommt der nochmal? Ja. Aber leider sehen wir nur seinen Turm. Hat uns aber aufgemacht, der kleine Mistkerl, oder besser gesagt, der große Mistkerl. Hat aber zum Glück nicht geschossen, weil wenn er uns trifft und er hat die Top Gun drauf, dann tut's richtig weh. Dann haben wir gleich mal nur noch die Hälfte unserer Hitpoints. Au. Aber dafür bin ich wieder Arti-Magnet. Weiter geht's. Und habe hier die erste Arti-Schelle mit 400 Punkten kassiert. Und habe selber erst 760 Schadenspunkte ausgeteilt. Gut, ich entscheide mich jetzt doch vorzufahren und den T54 mal ein bisschen mit zu unterstützen. Auch schon, weil der T30 bloß noch die Hälfte seiner Hitpoints hat. Und da steht ein Leo. Quatsch, ein Jagdpanther 2. Was erzähl ich denn für Mist? Er kommt nicht durch bei uns. Wir stehen relativ gut angewinkelt, fast ein Ticken zu viel. Und wir schießen ihm eiskalt durch die obere Wanne. Hier haben wir Glück gehabt, dass die Arti keinen Schaden gemacht hat. Verstehe ich zwar nicht so richtig warum, aber wir waren scheinbar weit genug weg vom Splash Damage. Wir haben mittlerweile 1500 Schadenspunkte, aber noch keinen Kill. Und ich weiß gar nicht, ob sich das bei den Kills noch ändert. Egal, wir gucken jetzt, dass wir hier den gerade hier, jetzt sehe ich den vermisst, den Aufklärungspanzer, der da versucht abzuhauen, noch irgendwie eine zu verpassen. Und jawohl, da haben wir unseren ersten Kill. Da ist die Arti. Wird das unser zweiter Kill? Nein, leider nicht. Die Arti stand für uns nicht wirkbar. Und jetzt habe ich mich, glaube ich, entschlossen. Wollte ich eigentlich auf den Leo PDA, aber da taucht erstmal der Jagdpanzer 2 auf und ich, krass, ich komm da oben nicht durch. Ihr seht, dass die Anzeige ist rot. Ich versuch's natürlich deppischerweise nochmal und da holt ihn jemand anders. Und da war auch wieder die Arti. So, aber jetzt ist der Leo PTA fällig. Ziel erfasst.
Ich weiß ja selber, weil ich ihn hab, dass man eigentlich, egal wo man hinschießt, man kann ihn treffen, aber wie ihr gesehen habt, habe ich wunderbar verschossen, habe mich dann dafür entschieden, ihn zu rammen. Der T-71 schießt noch, trifft uns, aber prallt Gott sei Dank ab. Und juhey, Artimagnet. Ja, dass der Leo PDA uns nochmal ein... ach nee, hat er nicht, das war der Rammschaden. Aber der zweite Arti-Treffer wäre nicht nötig gewesen. Jetzt bin ich wieder offen und habe, wie ihr seht, keine Lust, ein drittes Mal von der Arti getroffen zu werden. Und ich stelle mich jetzt erstmal hinter ein Haus, um wieder zuzugehen. Und muss zugeben, dass ich zu diesem Zeitpunkt ein bisschen egoistisch bin und den T-54 da mal vorschicke, der auch nur noch 480 Hitpoints hat, um ihn die Artis holen zu lassen. Ist vielleicht nicht unbedingt das beste Teamplay, was ich da mache. Ich hoffe, er macht uns was auf hier. Aber ich bin echt so Artis. Ich werde immer von den Mistdinger getroffen. Also immer ist übertrieben, aber ich bin schon ein ziemlicher Arti-Magnet. Ich bin jetzt hier sehr vorsichtig, weil ich nicht weiß, wo der T28 Prot und die ISO steht, weil wenn die uns treffen, sind wir mal gerne mit einem Schuss weg. Da ist eine Arti, die wir leider nicht sehen. Dafür stehen wir zu weit weg. Das realisiere ich, glaube ich, irgendwie erst jetzt so richtig und versuche vorzufahren. Aber da ist die erste Arti schon weg. Und ich glaube, wir sagen jetzt gleich mal Bye-bye T54. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, genau, der Prot holt sich den T54. Und jetzt wissen wir zumindest, wo der eine böse Auermann-Mensch ist. Und er hat auch nicht mehr viele Hitpoints. Wenn wir ihn gut treffen, ist er One-Shot. Aber... wo ist die ISO? Wo ist die ISO? Ich versuche jetzt auf den Tiger 2 nochmal zu kommen, aber der ist schon wieder zu. Da ist der IS-3. Fährt aber leider weg. Schade. Und jetzt, ja, ich bin hier so ein bisschen festgefressen. Fahre ich vor, laufe ich eventuell in die Arme des Tiger 2. Und Richtung Schloss oder Richtung Burg zu fahren, kann auch sehr gefährlich werden, weil da noch eine Arti steht, in der Prot und die ISO eventuell, was ich ja zu dem Zeit, wovon ich zu diesem Zeitpunkt ausgehe. Dennoch entscheide ich mich jetzt, unseren Cap zu sichern. Und der Tiger 2 ist nicht mehr hier, wo er einmal war. Ich bleibe erstmal stehen. Noobig wie ich bin. Und frage mich jetzt wirklich, wo ist der Tiger? Dort ist der Tiger. Er fährt weg und wir können ihm leider keine mehr verpassen. Und er holt unseren... ach nein, das ist die Arti gewesen. Die gegnerische, die den IS-3 holt. Und wir haben, glaube ich, von hier kein Schussfeld. Ah, und ich sag noch, wo ist die ISO? Ich mach mal kurz Pause. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch, dass Mörb brüllte, die ISO, die ISO, die ISO, die ISO. Und sie ist Gott sei Dank an uns abgeprallt. Und ich versuche sie jetzt einfach mal zu umrunden. Muss natürlich jetzt aufpassen, dass der Tiger 2 uns nicht holt. Und deswegen versuche ich die ISO ein bisschen als Deckung zu benutzen. Er trifft uns beim ersten zwar, kommt aber nicht durch. Und jetzt fahre ich hier vor. Treffe ihn. Versuche noch ein bisschen in Deckung zu kommen. Aber der Mistkerl verdrückt mir halt noch eine. Aber unsere Arti spielt mit. Sehr gut, sehr gut. Und rettet mich. Und jetzt stelle ich mich erstmal so halbwegs Arti-safe hin. Ich weiß natürlich nicht, wo die gegnerische Arti steht. Da schlägt sie auch schon ein. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage immer noch, wo ist der T28? Er spinnt das Replay mal wieder. Genau, und es ist noch eine Minute, der Prot schreibt. Dann hätten wir eh gewonnen, weil wir müssten ja verteidigen. Und das war ein ziemlicher Kunstschuss. Da habe ich einfach irgendwie drauf gehalten. Bin natürlich wieder aufgegangen und verstecke mich jetzt wieder vor der gegnerischen Arti. Weil mittlerweile bin ich auch für die One-Shot. Wenn die mich richtig trifft, bin ich weg.
Und das würde ich gerne zu diesem Zeitpunkt vermeiden. Ich glaube, dass das Match auch zu diesem Zeitpunkt quasi zu Ende ist. Hier passiert nicht mehr viel. Ich habe einfach zu viel Schiss vor der Arti, was, ja, da kann man sich echt drüber streiten. Man hätte auch einfach knallhart auf die Arti drauffahren können. Unser Jagdpanzer sucht sie jetzt noch. Aber die Zeit tickt herunter. Es sind jetzt noch 13 Sekunden. Und, also gewonnen haben wir mit Sicherheit. Da ist die Arti. 5, 4, 1 Hitpoint. Unglaublich. Die gegnerische Arti überlebt mit einem Hitpoint. Damit ist das Gefecht wunderbar gewonnen. Und ich switche mal rüber in die Auswertung und wir sehen uns gleich wieder. Schwuppdiwupp, da sind wir auch in der Auswertung von unserem ersten Gefecht. Wir haben, wie ihr natürlich seht, gewonnen. Wir haben bekommen zweite Klasse, Wirkungsfeuer und Hand Gottes. Und natürlich, was heißt natürlich, und Großkaliber. Gucken wir uns mal den Teamscore an. Wir sind mit dem Schaden. Wir haben fast doppelt so viel Schaden gemacht wie der zweite. Und das ist auch noch unsere Arti. Sehr, sehr cool. 3700 Schaden haben wir gemacht. Wir haben 3 Kills geholt. Und von den Erfahrungspunkten sind wir aber nicht auf dem ersten Platz. Der kleine T71, nicht schlecht. Hat er auch noch Spotting Damage geholt? Oh ja, 2400. Also er war richtig gut. Wir haben 943 Basis-XP bekommen. Naja, und der Mr. Mörb, wo ist er denn überhaupt? Die Ruhe? Ich glaube hier, ach, der heißt hier Spähpanzer. Okay, ja, leider. Er hat keinen Schaden gemacht, nichts aufgedeckt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das ist halt manchmal das schwere Los des der leichten Panzer. Da ist ja aber auch World of Tanks oder Wargaming dran. Da ein bisschen was zu ändern. Im letzten Patch wurde da ja schon was an der Sichtweite geändert. Und ich bilde mir ein, dass da auch noch mehr kommen soll. Bin mir aber nicht sicher. Und dann gucken wir noch in die detaillierte Auswertung. Da sehen wir also, dass wir noch 440 Schaden ermöglicht haben. Unsere Panzerung hat 1200 Hitpoints abgewehrt. Was, ja, das ist schon ziemlich gut. Der E50 oder auch der E50M, die können ziemlich bouncy sein. Wenn man sie richtig anwinkelt, man darf sie nicht zu stark anwinkeln, dann kann da schon mal einiges abprallen an der Panzerung und das finde ich sehr, sehr gut. Also als Medium-Panzer ist ja schon schön zu fahren. Wir haben da noch 23.900 Credits plus gemacht mit Premium und insgesamt mit Premium 1.414 Erfahrungspunkte. Also wie ihr seht, ein sehr, sehr schönes Match und weil noch ein zweites schönes Match an dem Abend dabei war, kommt das jetzt gleich im Anschluss. Also bleibt dran, bis gleich. So, liebe Panzersportsfreunde, da sind wir zurück in der zweiten Runde in dem Replay mit dem E50 und dem Mr. Mörb. Er wieder in seiner Route 251 immer noch auf der Suche nach 5000 Spotting Damage und ich versuche ihn dabei zu unterstützen. Wir sind hier auf Heiliges Tal. Und haben ein wunderhübsches Begegnungsgefecht bekommen. Tier 9. Das gefällt mir natürlich etwas besser als... Also Mr. Mörder bestimmt auch, weil Tier 10 ist natürlich immer ein bisschen blöder, aber dadurch bin ich Top-Tier. Halbwegs Top-Tier und kann natürlich dementsprechend etwas freier agieren, als wenn ich jetzt vielleicht noch ein paar Zehner gegen mich hätte. So, dann wollen wir doch gleich mal gucken, was wir mit dem VK hier anstellen. Der ist für den Mr. Mörb etwas störend, weil er möchte natürlich gerne hoch auf den Hügel, um dort was zu spotten. Der VK versucht jetzt abzuhauen, hat erstmal hier eine Spotting-Runde gemacht und wir verdrücken den AMX hier eine. Kriegen einen Abprall auf einem T37. Alles noch im grünen Bereich. Wir gucken, dass wir ein bisschen Arti-Safe stehen und der VK28 ist weg. Links sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben dort relativ viele Heavys stehen. Und ich versuche auf den Pershing zu kommen. Leider steht der relativ safe. Und ich glaube, der Schuss geht auch jetzt... Ja. Geht nicht in den Turm, sondern in irgendein Hindernis, was davor steht. Dort ist der VK links. Irgendwie check ich es relativ spät. Und da ist er. Und... Ah! Tschüssikowski war nicht. Er hat halt noch... Wie viel? 19 HP. Ja, das sind so die Momente, wo
Freude auf, kommt aber, ich glaube, der gute Mann kommt nochmal zurück. Wir machen einen Blindshot und Tschüssikowski. Sehr gut, damit ist die Nervensäge von der Seite weg. Und wir müssen jetzt aufpassen oder zusehen, dass wir den Mr. Mörb unterstützen. Ja, ich versuche hier irgendwelchen Mist und merke dann, ich kann da gar nicht wirken. Fahre deswegen hinter den Jagdtiger 88 und versuche auf den Vorsicht zu kommen. Jawohl, und verdrücke ihm auch eine. Wunderschön. Außer dem RHM ist dort noch ein T-37, ein Pershing und ein T-54. Alles ziemlich eklige Gegner. Wow, und leider vorbei. Aber der T-54 wird schon noch ein bisschen was bekommen von uns. Da links ist der Pershing. Ah, und wir prallen halt ab. Also T-54 ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja, und jetzt ist ja ein bisschen Hektik. Links, rechts, wo sind die Gegner? Geht irgendwas auf? Da geht was auf. Und ich glaube, ich entscheide mich einfach mal genau. Durch den Zaun, sage ich schon. Durch den Zaun durchzuschießen und dem Pershing eine in seinen Helm zu verdrücken. Er weiß also jetzt, dass da hinten noch einige auf ihn lauern. Und er nicht so ohne weiteres auf den Ruh gehen kann. Dort ist noch eine ISO. Langsam wird es ja lustig, aber die ISO können wir, glaube ich, doch. Da, hallo ISO. Sehr, sehr schön. Aber wir müssen uns konzentrieren, dass wir unseren Spotter da vorne supporten. Der geht leider sonst wohin, der Schuss. Ah, ich bin hier einmal ein bisschen hektisch. Ich will natürlich keinen Gegner verpassen. Ja, da sehen wir ein Fitzelchen vom Pershing und kriegt eine gedrückt. Können wir noch auf den T-54 schießen? Ja, aber wir kommen halt wieder nicht durch. Also echt brutal, das Ding. Jetzt kommt hier ein Typ 59 zur Hilfe und ich glaube, dass Mr. Mörb versucht noch abzuhauen, aber ich glaube, das wird jetzt ja sein Ende. Wir verschießen, wunderbar. Stehen jetzt hier auf dem Präsentierteller auf der Brücke und müssen also zusehen, dass wir ganz schnell wegkommen. Und wir kommen wieder nicht durch beim T-54. Und ich mache mal kurz Pause. Zu diesem Zeitpunkt hätten wir auch schon weg sein können. Ich habe übelstes Glück gehabt, dass der RHM mir nur die Kette gezogen hat und dass der T-28 scheinbar, ich bin mir nicht sicher, aber das ist nicht die Top Gun, die er da hat. Weil der macht doch normalerweise mehr Schaden. Also, wir wohlgemerkt, wir hätten jetzt auch schon weg sein können. Oder zumindest fast tot. Stehen jetzt hier schön safe. Wir können von hier aus weiter wirken. Und jetzt fangen die Gegner schon an mit Gold zu schießen, was ich ziemlich lustig finde. Und jetzt gehen wir nochmal auf den Prott. Den wir jetzt leider nicht mehr sehen. Nein, er ist verschwunden. Da kommt rechts der Pershing. Tschüssikowski Pershing. Na, noch nicht ganz. Gegnerische Arti ist weg. Wir können also relativ frei jetzt hier agieren, ohne dass wir Angst haben müssen, eine verpasst zu kriegen. Und wir haben auch noch genug Zeit, um gegebenenfalls auf den T-54 auf dem Cap zu reagieren. Aber jetzt erstmal den Pershing weggradiert. Und wir sind wieder offen, was natürlich blöd ist, weil da hinten immer noch eine ISO und ein Borse steht und die können richtig Aua machen. Deswegen bleiben wir kurz in Deckung, wieder zuzugehen. Und hoffen natürlich, dass jetzt unser Team, was von hinten angerollt kommt, die zwei TDs da noch aufmacht. Dort ist die ISO. Ah, und wir treffen wunderbar diesen Pfeiler. Da weiß ich noch, wie ich gekotzt habe. Die ISO hätte jetzt schon weg sein können. Dann ziele ich auch noch schlecht. Es kommt also alles ein bisschen zusammen, aber ich glaube, jetzt zeigt sie uns schön die Wanne und zack, da ist sie auch weg. Und jetzt noch der Borsig. Na. Tschüss, Borsig. Nein, der ging sonst wohin, der Schuss. Also treffen ist nicht so meine Stärke. Aber ja, und dann holt unsere Arti leider den Borsig. Der Kill bleibt uns also vergönnt. Ja, das kommt davon, wenn man nicht richtig schießt. Oder nicht richtig zielt, besser gesagt. Und Mr. Mörb hat höchstwahrscheinlich, oder mit ziemlicher Sicherheit, auch hier in diesem Match leider die 5000 Schaden Spotting Damage nicht geschafft.
Obwohl wir ihm von hinten schon relativ viel Zeit verschafft haben, wenn der Gegner energischer gewesen wäre, hätte er auch viel eher weg sein können. Und jetzt geht es noch um die Su. Und mal gucken, ich glaube, der T59 wird es machen. Boah, ich kann noch nicht mal fahren. Na, macht der Typ T59, ja, Typ 59, oder hole ich ihn? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ist schon ein paar Tage her, das Match. Und zwar, die versucht uns auch nochmal mit dem Blind Shot. Und wir holen uns den Kill noch, weil der Type 59 es halt ganz gut machen wollte. Was soll's. Match zu Ende. Wir haben gewonnen und springen rüber in die Auswertung. Schwuppdiwupp. Da haben wir auch die Auswertung von diesem Gefecht. Diesmal gab es nur dritte Klasse. Fighter. Fire for Effect, das ist Wirkungsfeuer, das ist Kämpfer und das ist Schläger. Und nochmal Großkaliber, das ist sehr schön. Wir haben auch ordentlich gewirkt, wie man hier sieht. Halt, da muss ich draufklicken. Vom Schaden her sind wir wieder auf dem ersten Platz, haben ähnlich viel Schaden gemacht wie im vorangegangenen Gefecht. Und zwar 3771, deutlich vor dem zweitplatzierten, dem IS-8, mit knapp 2000 Schaden oder knapp darüber. Der Mr. Murb ist hier mit 250 Schaden und aufgeklärt 1888, was natürlich auch schon ein respektabler Wert ist, aber natürlich weit, weit weg von den 5000. Schade, aber er wird es schon noch irgendwann schaffen, da bin ich... Ne, warte mal, ist er das überhaupt? Ja, achso, hier steht bloß zerstört von, ja. Was macht denn jetzt hier mein... So. Ging gerade ein Fenster auf vom Treiber, ich weiß gar nicht, ob das im Video mit drin ist, egal. Wir gucken auf die Erfahrungspunkte und da sind wir wieder auf Platz 2, knapp hinter dem C37. Wieder so ein kleiner Spähpanzer vor uns. Ich weiß gar nicht, warum der so gut ist. Der hat doch, ja gut, der hat ein bisschen mehr Schaden gemacht als Mr. Murb. Aber nicht so viel aufgeklärt, das wundert mich. Aber er ist, glaube ich, noch ein Tier drunter. Die Ruhe ist ja schon ein Achter. Egal, wir haben 4 Kills und 822 Basis-XP. Und haben wir noch irgendwie, wir haben 730 abgewehrt durch unsere Panzerung und 123 ermöglicht, also nicht ganz so viel wie in dem letzten Gefecht. Haben 18.200 Credits plus gemacht. Sehr, sehr schön. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwie mal Gold geschossen habe. Das sieht irgendwie danach aus. Aber keine Ahnung, ich habe jetzt auch nicht aufgepasst im Gefecht. Von den Erfahrungspunkten sind wir auch wieder ganz gut. 1233 mit Premium, also alles in allem. Sehr, sehr schön. Schöne zwei Runden, würde ich sagen. Wenn sie euch gefallen haben, lasst mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und worüber ich mich noch mehr freuen würde, ist, wenn ihr mir eure Replays schickt, die ich dann in einem Video nachkommentiere und ein bisschen was dazu erzähle, was ihr so für Spaß da veranstaltet habt in euren Gefechten. Und zwar geht das ganz einfach. Ihr geht auf whatreplays.com, wie es hier oben drin steht. Und dort könnt ihr euch mit euren World of Tanks Account anmelden und dann Replays aus eurem World of Tanks Ordner hochladen. Wenn ihr die hochgeladen habt, hat jedes Replay einen Link. Den könnt ihr mir einfach schicken und dann lade ich mir das runter. Hab dann auch gleichzeitig also die Auswertung dazu und kann dann halt wunderbar ein Video dazu erstellen. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Also her mit den Links, damit ich eure Replays kommentieren kann. Tja, das war's für diese Runde oder für diese zwei Runden. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns wieder zu einem der nächsten Gefechte hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut. Ciao, euer O'Hare.